Über 12 flämischen Herlinge ging Platz 5 an den dänischen Meister Mats Pedersen, Trek Segafredo, Zdeněk Ekstiva, Quickstep Floss und Thies Schwennut, Lotto Soudal, kamen als erstes Verfolgerduo auf Plätze 6 und 7. Dahinter entschied Greg van Avermaet BMC den Sprint der zweiten Verfolgergruppe für sich. Deutsche Profis verpassen Top-Platzierungen. Die Radprofis John Degenkolb, Gera, Trek Segafredo und Toni Martin, Cottbus, Katusche Alpecin, haben beim Halbklassiker quer durch Flandern Top-Platzierungen verpasst. Das deutsche Duo präsentierte sich bei der Generalprobe für Flandern Rundfahrt aber in leicht aufsteigender Form. Nach wochenlangen Enttäuschungen konnte Degenkolb wieder lächeln. Bei Facebook schrieb der 29-Jährige, das war ein höllisches Rennen, das eine Menge Spaß gemacht hat. Für berühmte Runde am Sonntag sieht er sein Team gerüstet, auch weil Teamkollegen Mats Pedersen, Dänemark und Jasper Stuyven, Belgien, mit den Plätzen 5 und 10 überzeugten. Im strömenden Regen zeigten sich der frühere Paris-Roubaix-Sieger Degenkolb und der vierfache Zeitfahr-Weltmeister Martin auf den zahlreichen rutschigen Kopfsteinpflasterpassagen und 12 Hellingen mit bis zu 20% steilen Anstiegen lange Zeit aufmerksam und suchten zeitweise ihr Heil in der Flucht. Pech hatte dabei Martin, der als führender Solist 53 Kilometer vor dem Ziel zu Fall kam. Als es 25 Kilometer vor dem Ziel ernst wurde, fiel erst Martin und kurz darauf auch Degenkolb zurück. Eine starke Leistung zeigte Alejandro Valverde, der mit der ersten Verfolgergruppe als Elfter ins Ziel kam. Der spanische Altmeister meidet das Kopfsteinpflaster eigentlich, war aber ebenso wie sein kolumbianischer Movistar-Teamkollege Nairo Quintana in Vorbereitung auf Tour de France nach Flandern gekommen. Nach seiner starken Vorstellung erwägt der 37-Jährige nun auch mit seiner erstmaligen Teilnahme an der Flandern-Rundfahrt. Kurzfristig abgesagt hatten Weltmeister Peter Sagan vom deutschen Team Bora Hansgrohe sowie der Belgier Philippe Gilbert Quickstep Floss, der am Sonntag als Titelverteidiger in Flandern-Rundfahrt startet. Die 102. Auflage des zweiten Radsportmonuments des Jahres führt am kommenden Sonntag über 260 Kilometer von Antwerpen nach Oudenaarde. Ergebnis: 1. Yves Lampaert, Quickstep Floss, 2. Mike Teunissen, Sunweb, 3. SEP Venmarke, Education First, Rapec, 4. Edvald Boassen, Hagen, Dimension Data, 5. Mats Pedersen, Trek Segafredo, 6. Zdeněk Ekstiva, Quickstep Floss, 7. Thies Schwennut, Lotto Soudal, Video, Lampaert spurtet kurz vor dem Ziel davon und wiederholt Sieg von Flandern.